Das ist ein 3D-Drucker bei der Arbeit. Er steht im Fab Lab von Wolf Jeschonek, einer offenen Werkstatt für dreidimensionales Produzieren. Hier können Neugierige ausprobieren, was dran ist am Hype um die 3D-Technik. Manche sehen darin nicht weniger als die nächste industrielle Revolution. Jeder hätte dann seine eigene kleine Fabrik im Haus, lautet die Vision. Aber die Revolution lässt bislang auf sich warten. Die wenigsten wissen, was 3D-Drucker können und was nicht. Noch weniger haben überhaupt schon mal in 3D gedruckt. Das Fab Lab ist eine wichtige Anlaufstelle für professionelle Anwender wie Architekten und Designer. Privatleute, die sich einfach für daheim mal etwas drucken wollen, gehören noch nicht zu den Stammkunden. Die finden das faszinierend, aber die kommen dann selten wieder, um nochmal was zu drucken, einfach weil denen der Inhalt fehlt. Also die wollen halt mal sehen, wie die Technologie funktioniert und wie das so ist. Aber wenn man nicht weiß, was man drucken möchte, dann bringt einem der Drucker auch nicht so viel. Die Technik ist seit Jahren auf dem Markt, hat aber noch Schwächen. Viele Drucker sind langsam und mit mehr als einem Material überfordert. Wer nicht permanent Plastikmüll produzieren will, braucht eine genaue Vorstellung vom fertigen Produkt. Das erschwert den Einstieg ins dreidimensionale Drucken, obwohl Heimgeräte mittlerweile für unter 1000 Euro zu haben sind. Ja, dadurch, dass die Geräte so günstig sind inzwischen, können sich immer mehr Menschen damit beschäftigen und sich überlegen, was man damit machen kann, was für Geschäftsideen man auch entwickeln kann, welche Produkte man vielleicht schon drucken kann. Und vor allem auch, wie man die Technologie weiterentwickelt, also wie man dafür sorgt, dass die Drucker immer mehr können. Gedruckt werden kann prinzipiell fast alles. Egal ob Ersatzteile fürs Auto, Zahnprothesen oder ein filigranes Abendkleid. Experimentell wurde sogar schon ein ganzes Haus gedruckt. In Manfred Ostermeyers 3D-Druckshop etwa erschaffen Kunden weit mehr als nur irgendwelche Plastikfigürchen. Wir können einfach Dinge bauen, die sonst nicht so für diesen Preis möglich wären oder gar nicht möglich wären. Wir fertigen hier Prothesen für Kinder, wir fertigen hier Prototypen für Start-up-Firmen, wir fertigen hier Dinge, die sich Menschen einfach einfallen haben lassen. Der Hype ums dreidimensionale Drucken hat die Erwartungen hochgeschraubt und die Menschen ungeduldig werden lassen. Wer mit einer rasanten Verbreitung der Geräte beim Endverbraucher gerechnet hat, wie einst beim PC, sieht die Revolution feststecken. Tatsächlich geht sie aber nur einen Umweg. Das setzt sich jetzt schon durch. Die Großindustrie und die Mittelständler nutzen das schon ganz aktiv. Es wird immer mehr Einzug halten in die Industrie und dadurch auch auf die Haushalte und auf die Privatanwender überschwappen. Lukas Oemingen beschäftigt sich gar nicht erst mit den kleinen 3D-Tischdruckern für zu Hause. Sein Start-up baut riesige Drucker, die Teile einer Produktionsanlage ersetzen sollen und die auch größere Gegenstände erschaffen können. Seine Hauptkunden sitzen in der Industrie. Die wollen diesen Trend oder diese Möglichkeiten nicht verpassen und sind gerade alle sehr dahinterher, das in ihre Prozesse zu integrieren. Und das ist eben etwas, was man erstmal nicht so schnell sieht, ne? Wir kriegen das natürlich mit. Für Privatnutzer fehlt vor allem noch eine leicht bedienbare Konstruktionssoftware, mit der jeder seine Ideen eingeben und bearbeiten kann. Wenn es die erstmal gibt, dann glaubt Jeschonek, dass es dann wirklich im Bereich Spielzeug oder Haushaltsanwendungen eine ganze Menge Produkte gibt, wo es praktischer und einfacher und vielleicht auch günstiger ist, das einfach zu Hause auszudrucken. Also vielleicht, wenn ich zwei Dübel brauche und keine Lust habe, zum Baumarkt zu gehen, dann lade ich mir die runter und druck die aus. Der Unterschied zwischen einer technischen Revolution und einer Evolution ist allein die Geschwindigkeit. Und ob die 3D-Technologie sich gerade langsam oder schnell entwickelt, das hängt von den jeweiligen Erwartungen des Beobachters ab. Eines hat sich in den letzten Jahren jedenfalls bereits geändert. Als Spielzeug belächelt niemand mehr diese Technologie.